60 Kilometer neue Schienenwege, 12 neue Tunnel, 37 neue Brücken und an der Spitze diese wahnsinnige Vilstalbrücke. Wenn man da drüber gefahren ist, vergisst man das nicht. Also diese Neubaustrecke leistet einen wichtigen Beitrag zu einer klimaschonenden Mobilität für alle. Nicht denn nur mit hochmodernen, gut ausgebauten Zugverkehren bekommen wir Verkehr weg von der Straße und aus der Luft auf die Schiene. Diese Strecke ist ausgestattet mit der modernen digitalen Zugsicherungstechnik. Digitalisierung ist das Mittel, die Kapazität auf hoch- und höchstbelasteten Netzen zu erhöhen. Vom Finanzierungsvolumen, das wir hier zur Verfügung gestellt haben, spielt diese Strecke in der gleichen Liga wie solche großen Projekte wie der Brenner Basistunnel, Lyon-Turin und der Fehmarnwelt. Diese Neubaustrecke war einer der städtebaulichen Impulse für unsere Stadt an einem Teil, der seit dem Krieg immer gleich war. Hier hat sich nichts verändert. Und jetzt verändert sich seit Jahren mit einer unglaublichen Kraft. Die Fahrt hat mir ganz hervorragend gefallen. Der heutige Tag ist ein Tag der Freude und ein Tag der Freundschaft zwischen Ulm und Stuttgart.